Moin und herzlich willkommen. Ja, ich bin seit langem mal wieder raus zum Fotografieren. Naja, so lange ist gar nicht her, aber ich bin das erste Mal seit langem mal wieder raus zum Fotografieren und mit der Videokamera. Ich bin heute auf der Suche nach dem Herbst. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass nach dem gestrigen Tag, wo es hier doch sehr stürmisch war bei uns in der Ecke, nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Das heißt, die meisten Bäume haben schon gut ihre Blätter verloren. Aber ich hoffe trotzdem mal, dass ich noch irgendwie ein nettes Motiv finden werde. Ich war vor ein paar Tagen schon mal hier. Da sah es also mit der Blätterpracht schon ein bisschen besser aus. Und ich habe mir schon so ein, zwei Motive rausgepickt, die ich ganz interessant finde. Die Frage ist, ob das jetzt noch genauso aussieht wie vor ein paar Tagen. Was jetzt quasi so hinter der Kamera steht, zeige ich euch jetzt hier einmal dieses gerupfte Etwas. Das sollte eigentlich mein erstes Motiv werden heute Morgen. Ich blende euch auch nochmal eben ein Bild ein, was ich vor ein paar Tagen hier geschossen habe. So ein Schnappschuss mit der Handykamera. Da war es ja eine gelbe Farbbombe, sage ich mal. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass ich sowas heute auch noch vorfinde, aber wie gesagt, der Sturm gestern hat dann doch ganze Arbeit geleistet. Ja, das heißt für mich erstmal Kamera packen und gucken, ob ich irgendwo ein anderes Motiv noch finde. Was soll ich sagen? Ziemlich ernüchternd heute Morgen. Auch den zweiten Spot, den ich mir vor ein paar Tagen angeguckt habe. Ja, sieht ziemlich gerupft aus. Ich habe da jetzt gar keine Bilder von gemacht, keine Videoaufnahmen. Aber ja, war eigentlich ein einzelner Laubbaum, der so zwischen ganz viel Nadelbäumen stand. Aber auch der nur noch so ein kahles Gerippe. Jetzt strumpel ich hier noch ein bisschen durch den Wald durch und hoffe, dass ich noch irgendein anderes Motiv finde. Also die Suche geht weiter. Suchen habe ich jetzt auch noch ein Motiv gefunden, was mir ja schon so ein bisschen zusagt. Hatte eigentlich erst was anderes im Auge, mir ist was anderes ins Auge gefallen vom Weg aus. Das ist gerade hinter der Kamera, zeige ich euch auch noch mal. Es war so ein Laubbaum mit schönen goldgelben Blättern, der sich so schön vom Hintergrund von diesem grünen Tannen so ein bisschen abgehoben hat. Und wo ich dann da hingelaufen bin, habe ich dann aber doch nochmal ein anderes Motiv gefunden, was ich ein bisschen interessanter finde. Und zwar zeige ich euch jetzt auch mal so einen leicht verwachsenen, ja,
kurvigen Baumstamm, sage ich mal, der halt einen schönen Kontrast gibt zu den anderen Bäumen, die relativ gerade gewachsen sind, die so im Hintergrund stehen. Dazu habe ich noch so einen schönen Farbkontrast. Der Baumstamm ist so grünlich und dahinter habe ich auch so gelbes Blätterwerk. Das passt eigentlich ganz gut. Zufälligerweise, sage ich jetzt mal, passt das so vom Motiv her und vom Aufnahmestandpunkt her ganz gut, dass ich jetzt gleich mal hier mein neues 70-300 ausprobieren kann. Ich werde dazu auch noch mal ein Video drehen, warum ich jetzt ein 70-300 habe und ja, mich von meinem 70-200 getrennt habe oder noch trennen werde, was für mich so die Vorteile sind und weswegen ich halt diese Entscheidung gefällt habe. Aber dazu kommt dann halt auch noch mal ein Video. Ein paar Worte zur Bildkomposition. Wie man sieht, halt Kamera im Hochformat. Ich habe jetzt die größtmögliche Blende gewählt mit f5,6 bei, ich glaube, 250 mm Brennweite bin ich jetzt. Habe diesen schön gebogenen Stamm jetzt halt so ein bisschen rechts ins Bild gesetzt, so ein bisschen auf die Drittellinie und links daneben so als Kontrast halt so im Hintergrund die geraden Baumstämme. Ich mache mal eben hier das Histogramm weg. So sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, fokussiert direkt auf den Baumstamm. Blende 5,6, Belichtungszeit bin ich jetzt bei 1/8 und ISO 100. 2 Sekunden Timer und auf geht's. Ja, erste Aufnahme ist im Kasten. Bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Das Einzige, was ich jetzt nochmal versuchen möchte, ist vielleicht diesen Baumstamm noch ein bisschen besser freizustellen. Bin jetzt hier mit meinem 70-300, was die Offenblende angeht, so ziemlich an der Grenze mit 5,6. Deswegen versuche ich jetzt einfach gleich nochmal meine 50 mm Festbrennweite rauszuholen. Die hat eine Offenblende von 1,8. Und damit versuche ich jetzt halt einfach nochmal den Baumstamm ein bisschen besser freizustellen. Dafür muss ich logischerweise jetzt mal nochmal den Standpunkt ändern. Das ist natürlich genauso gekommen, wie es nicht hätte kommen sollen. Ein bisschen zu lange gebraucht. Jetzt knallt hier von rechts die Sonne ins Motiv rein. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem Baumstamm so unschöne, sehr helle Bereiche, ja, die jetzt eine ausgewogene Belichtung nicht mehr so einfach machen. Das war halt gerade mit dem bedeckten Himmel ein bisschen schöner. Warten hat sich jetzt nochmal gelohnt, hoffe ich zumindest. Ich muss jetzt mal eben fix umziehen, weil diese ganz hellen Flecken von meinem Baumstamm sind da jetzt gerade runter. Das Licht hat sich also ein bisschen verändert. Ich habe jetzt das 50 mm drauf und muss jetzt deswegen noch mal eben fix meinen Standpunkt verändern, bevor sich das Licht wieder ändert und ich wieder so unschöne Flecken auf dem Baumstamm bekomme. Deswegen stolper ich jetzt gerade mal eben durch den Wald hier und versuche einen neuen Standpunkt zu finden. Obwohl ich jetzt ungefähr denselben Bildausschnitt habe, ist es doch von der Komposition und von der Bildwirkung ganz anders.
Das Licht ist natürlich jetzt auch ganz anders, habe einen viel helleren Hintergrund mit dem blauen Himmel, der jetzt so zwischen den ganzen Bäumen durchlugt. Also es ist schwierig. Das Histogramm ist auch jetzt nicht gerade sehr ausgewogen. Sehr viele helle Bildbereiche, sehr viele dunkle Bildbereiche. Also ein ziemlich starker, krasser Dynamikumfang. Ich werde trotzdem jetzt nochmal die eine Aufnahme machen und ja, entscheidet einfach selbst, was euch besser gefällt. Sachen zusammengepackt. Licht und Schattenbild ist doch ein bisschen zu krass hier. Also es wird echt schwierig jetzt noch vernünftig belichtete Aufnahmen hinzubekommen. Ich tue mich generell irgendwie ein bisschen schwer im Wald immer zu fotografieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da so eine passende Komposition zu finden, finde ich jetzt nicht ganz so einfach. Ja, hatte mir vorher zwei Motive rausgesucht. Dann ist es doch ein anderes geworden, was ich vorher nicht auf dem Zettel hatte. Ja, wie so oft, kommt wieder alles anders. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Den Link setze ich euch unten mal in die Beschreibung rein. Da gibt es eigentlich regelmäßig, wie auch auf meiner Facebook-Seite, verlinke ich auch unten mal. Da gibt es regelmäßig neue Bilder von mir. Jetzt aktuell auch von meiner Reise aus Slowenien und Südtirol. Ja, schaut da gerne mal rein. Schaut euch die Bilder mal an. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Okay, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.